Moin aus Osnabrück. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2017 und wünsche euch viel Glück und Erfolg. Auch von mir ein frohes neues Jahr 2017. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen und habt ordentlich gefeiert. Bei mir geht es jetzt in dieser Woche schon wieder gut los. Ich habe gestern zum Beispiel mal mein Büro ausgemessen. Das habt ihr ja schon gesehen. Da müssen noch ein paar Möbel rein. Die werde ich jetzt gleich kaufen. Vorher fahre ich aber noch zur neuen Osnabrücker Zeitung, die NOZ in Kurzform. Die haben gefragt, ob sie mit mir mal über die Vlog- und YouTube-Geschichte reden können. Und ich habe gesagt, ja klar, warum nicht? Ich verraten, dass ich die Kamera mitbringen werde. Das werde ich aber machen. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg zur NOZ und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Fahrradfahren bei diesen Temperaturen ohne Handschuhe ist irgendwie suboptimal, aber gut. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, wie groß die Überraschung ist, dass ich die Kamera mitbringe. Im Hintergrund sieht man hier im Wartebereich, ich drücke mal hier drauf, so alte Druckerpressen. Sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen. Neben mir sitzt jetzt Frau Witte von der NOZ und sie kann vielleicht mal sagen, was sie bei der NOZ so macht und ja, über was wir heute gesprochen haben. Jo, ich bin Redakteurin im Themenbereich Politik und Wirtschaft der NOZ, also im Mantelteil sozusagen, beschäftige mich hauptsächlich mit Politik und habe gesehen, dass sie ziemlich erfolgreich sind mit den Videos auf YouTube. Find das sehr ungewöhnlich. Also ich kenne sonst keinen Politiker, der sowas macht und der da so erfolgreich mit ist. Vielleicht aus der Gaming-Szene gibt es halt Leute, die ganz viele Follower haben und wo Leute auch so viel interagieren und kommentieren und so. Aber Politik, das ist für mich neu und das finde ich sehr spannend. Ich bin auch immer noch sehr begeistert davon, dass ihr so zahlreich auf Abonnieren geklickt habt. Und wir gehen jetzt einfach mal hoch in die Redaktion und da sehen wir uns wieder. Bis gleich. Jetzt sind wir im Besprechungsraum. Wie heißt das, hat der eine Nummer? Wahrscheinlich nicht. Nee. Also im kleinen Besprechungsraum. Im kleinen Besprechungsraum, sehr gut. In der Redaktion für Politik und Wirtschaft. Bei der NOZ haben wir gerade über die Vlog-Geschichte gesprochen. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen kleinen Schwenk mal durch den Redaktionsbereich, damit man auch mal so sieht, wie Printmedien funktionieren. Ist ja doch nicht das, was man so alltäglich sieht. Ja. Frau Witte erzählt uns jetzt mal, wer hier eigentlich so arbeitet und was hier gemacht wird. Also wir sehen hinter uns die Redaktion Politik und Wirtschaft, vor allem Politikkollegen sitzen da gerade, die sich dann zum Beispiel mit Innenpolitik beschäftigen in Deutschland, mit auch EU-Politik. Ich selber beschäftige mich hauptsächlich mit Politik- und Wirtschaftsthemen, die mit Niedersachsen zu tun haben, also hier vor allem in der Region Weser-Ems. Deswegen passt das auch ganz gut. Genau, ein anderer Kollege ist gerade in Berlin, macht da ein Interview. Also wir sind auch dann ganz gut unterwegs und recherchieren Themen. Genau, und kommen dann hier hin, um zu schreiben und mit Politikern zu sprechen und unsere Kommentare zu schreiben. Genau. Okay. Was mir auffällt, es ist unfassbar still und wir stören wahrscheinlich jetzt hier den einen oder anderen. Ach, das sind die Wunsch. Ist das immer so ruhig? Ja, doch, meistens schon. Okay. Ja. Und es gibt Konferenzen, da ist es ein bisschen lauter, wenn sich hier Leute treffen. Und da ganz hinten sieht man vielleicht in Blau noch, ganz in der Ecke, blauen Paravent sozusagen, da stehen noch Sofas. Okay. Da treffen sich die Kollegen und sprechen dann über aktuelle Themen oder Themenplanung oder so. Aber ansonsten ist schon hier eher konzentrierte Stille. Okay, dann wollen wir auch nicht weiter stören. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick auch in die NOZ. Vielen Dank für die Einführung hier und ja, wir sehen uns irgendwo wieder. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht wo. Moin Moin aus Osnabrück. Heute ist Mittwoch, 7 Uhr und ich mache mich gleich mit dem Zug auf den Weg nach Leer. Das gehört hier auch noch zu meinem Wahlkreis und in Leer befindet sich mein zweites Bürgerbüro, wie ihr wisst. Ich bin jetzt in Leer angekommen und kann hier euch jetzt nochmal kurz mein Büro zeigen. Da ist es, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, wölk.eu, die beiden Fenster in Leer in der Friesenstraße 58. Da sitzt meine Mitarbeiterin Jure Thomsen und ja, wenn ihr mal in der Seite Fragen zur Europapolitik oder zu meiner Politik habt oder sonst irgendwas, kommt einfach vorbei und ja, redet mit Jurit, die das dann auf jeden Fall weitergibt an mich. Und ich habe gehört, ich habe ein neues Tierschild bekommen und das habe ich auch da.
Timo Wölken, hier sitzt noch der Kollege Markus Paschke und Johanne Modder. Johanne Modder ist im Landtag, Markus Paschke im Bundestag und ich dann als halb im Europaparlament. Und die haben hier noch ihre Büros. Und durch diese wunderschöne blaue Tür können wir jetzt hier mal reingehen. Danach geht's zum Vorstellungs- oder Antrittsbesuch bei Matthias Grote. Das war ja mein Vorgänger als Europaabgeordneter. Der ist jetzt Landrat in Leer, da werde ich mich vorstellen. Danach gibt es ein Redaktionsbüro bei der Ostfriesen-Zeitung, das ist auch in Leer. Da werde ich mal den Redakteuren Hallo sagen und die Redakteure kennenlernen. Und auch das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man halt in einem engen Austausch ist, dass wenn, keine Ahnung, eine Berichterstattung über Europa ansteht, sie sagen können, okay, wir rufen jetzt mal beim Abgeordneten Wölken an, mal gucken, was der dazu sagt. Und ja, trinken wir jetzt noch meinen Kaffee zu Ende, damit es gleich losgehen kann. Und wir sehen uns in Leer wieder. Deutlich besser, muss ich leider sagen, als der von Piet. Ja, ich habe in reine 15 Minuten zum Umsteigen, oder 14. Ich habe jetzt 10 Minuten Verspätung. Bleiben noch 4. Könnte klappen. Muss aber nicht. Ich bin jetzt bei der Ostfriesen-Zeitung und wurde gerade entführt in ein Fernsehstudio, was ich jetzt bei einer Print-Zeitung erstmal nicht erwartet habe. Aber man sieht es hier, gibt es eine Gesprächsecke und da steht auch die Kamera, wo wir gerade ein ganz kurzes Interview geführt haben bei Ostfriesen TV. Und die beiden, die mit mir geredet haben, beziehungsweise der Kameramann und der Mann, der mit mir geredet hat, sitzen hier, sind fleißig dabei. Und sie sagen jetzt auch einmal kurz Hallo, damit ihr wisst, was mit wem ich gerade geredet habe. Hi. Moin. Ich bin Markus Resensky und Redakteur bei Ostfriesen TV. Ja, und ich bin Tim Leuters, auch Redakteur hier. Und wir produzieren jeden Tag Nachrichtensendungen für die Region hier. Gibt es euch auch bei YouTube? Oder nur ostfriesentv. Genau, es gibt unsere Videos dann auf den Seiten der drei großen ostfriesischen Tageszeitungen, Ostfriesenzeitung, Generalanzeiger, Ostfriesische Nachrichten. Cool. Und da sind wir vertreten. Also das ist das Professionelle mit den Kameras. Ja, okay, cool. Wie viele Nachrichten machen wir so am Tag bei Videobeiträgen? Also wir können rechnen, im Monat machen wir ungefähr 300 Videos. Okay, ja, also am Tag ungefähr 10. So, wenn man sonntags auch arbeitet. Ja, das tun wir. Ja, cool. Okay, ja, vielen Dank. Moin Moin aus Osnabrück. Ich bin wieder in meinem Abgeordnetenbüro oder das, was es mal werden soll. IKEA hat gerade angerufen und hat gesagt, die Möbel kommen gleich und darauf warte ich jetzt. Lass die Spiele beginnen, würde ich sagen. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Termin und dann werde ich jetzt mal versuchen, das eine oder andere schon aufzubauen, damit man so ein bisschen eine Vorstellung hat, was hier passiert. Egal welchen Schrank man aufbaut bei IKEA, ist das Gefühl für mich, man braucht für diese Dinger hier einen Kreuzschraubenzieher. Was habe ich also von zu Hause mitgebracht? Diesen Kreuzschraubenzieher, Schraubendreher. Hier ist jetzt ein Schlitz drin. Den ersten Akku habe ich jetzt durch, aber ich habe ja gelernt und habe mir zu Weihnachten einen Ersatzakku schenken lassen. Top! Und auch hier sind leider wieder diese komischen Dinger mit Schlitz. Das heißt, ich mache jetzt hier Pause, lasse das ganze Chaos hier liegen, fahre nach Hause und hole nochmal richtig Werkzeug. Moin Moin aus dem Zug. Ich wollte euch noch kurz erzählen, was passiert ist, nachdem ich im Büro Möbel aufbauen war. Dann bin ich übrigens immer noch nicht fertig. Am Abend war ich noch beim Handgiftentag der Stadt Osnabrück. Das ist eine uralte Tradition. Ich habe die Beschreibung mal von Wikipedia unten verlinkt, damit ihr wisst, was es ist. Und da geben sich die Ratsmitglieder, der Bürgermeister und halt auch Politiker, als Europapolitiker durfte ich dabei sein, gegenseitig die Hand, Handgiften und versichern sich, zum Wohle der Stadt Osnabrück und der Bürgerinnen und Bürger zu arbeiten. Nicht zum eigenen Wohle, nicht zum Wohle der Partei, sondern zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Und das finde ich ziemlich cool und war gern dabei. Und wie das aussieht, zeige ich euch mal jetzt noch.
Gedanken, Herr Mahmoud lebt seit einem Jahr in Deutschland, stammt aus Syrien und macht zurzeit ein Praktikum an der städtischen Musik- und Kunstschule in der Hoffnung, Musik studieren zu können. Wer ihn mit Klaas Henning Dörries, dem Lehrer für Bass an der Musik- und Kunstschule, jetzt gehört hat, Dörries unterstützt musikalisch und organisatorisch Projekte für Flüchtlinge und Migranten. Wer die beiden jetzt gehört hat, weiß, wie toll sich orientalische und westliche Musik miteinander verbinden lassen. Ja, also das ist der Handkiffentag im historischen Rathaus in Osnabrück. Im Friedenssaal findet das immer statt, also auch tolle Kulisse. Ja, ansonsten lasst mich wissen, ob euch der Vlog gefallen hat. Kommentare wie immer wieder gerne, ich kommentiere das. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen nach oben. Und wir sehen uns aus Brüssel wieder. Ich habe richtig Bock, ich freue mich, neues Jahr, neue Energie getankt und Montag geht's los. Ja. Auch dafür gibt es wieder Vlog und ich freue mich, dass ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Macht's gut. Ciao.